Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Über 3 Millionen Menschen aus der Ukraine sind aktuell auf der Flucht, davon 90% Frauen und Kinder. Sie sind auf der Flucht vor einem rücksichtslosen Despoten aus Moskau. Uns erreichen erschütternde Bilder, schreckliche Erzählungen aus der Ukraine. Wir alle müssen fürchterliche Kriegsverbrechen mit ansehen. Wir erleben einen Krieg, der zunächst gegen militärische Ziele geführt wurde und inzwischen auch gegen die Zivilbevölkerung gerichtet ist. Die Bilder aus Mariupol lassen einen nicht mehr los. Russland und die Ukraine galten als Bruderstaaten. Und so ist es umso erschütternder, wenn nun Brüder aufeinander schießen müssen, angetrieben durch Putin. Die Menschen verlieren ihre Heimat, sie verlieren ihre Familie. Die Männer bleiben, um für ihr Volk, ihre Nation zu kämpfen, damit ihre Kinder eine Zukunft haben. Mit der weitergehenden Eskalation ist zu befürchten, dass 10 Millionen Menschen flüchten werden. Über 2 Millionen Menschen sind bereits ins Nachbarland Polen geflüchtet. Die polnische Regierung, die polnische Bevölkerung leisten Unglaubliches. Wir danken unseren polnischen Freunden. Dziękuję bardzo. Nach Deutschland sind schon über 200.000 Menschen geflüchtet, nach NRW geschätzte 35.000 Menschen. Genaue Zahlen liegen nicht vor. Und die Zahlen liegen nicht vor, denn wir haben hier verschiedene Einreisebedingungen, unter anderem die visafreie Einreise in den Schengen-Raum. Viele Menschen reisen auf diesem Weg nach NRW ein, viele auch nur durch, weil sie zu Verwandten und Freunden in andere Länder weiterreisen. Viele reisen aber auch ohne Visum ein, ohne Kontrolle einer deutschen EU-Binnengrenze, ohne Kontrolle beispielsweise bei der Ankunft am Berliner Hauptbahnhof. Und der Bundesvorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft merkte an, dass die Hilfsbereitschaft Schaden nimmt, wenn wir nicht wissen, wer zu uns kommt. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei spricht gar von einem erneuten Kontrollverlust. Liebe Kollegen, wir sollten diese Hinweise, diese Warnung ernst nehmen und nicht einfach so wie 2015 beiseite wischen. Effektive Hilfe funktioniert nur, wenn die Helfer die Kontrolle haben. In meiner Heimatstadt Bochum haben sich über 1200 Menschen registrieren lassen. Da Bochum eine Städtepartnerschaft mit Donetsk in der Ostukraine und eine große ukrainische Gemeinschaft hat, sind vermutlich viele ukrainische Flüchtlinge bei Freunden und Bekannten zusätzlich untergekommen. Besonders bedanken möchte ich mich stellvertretend für all die freiwilligen Helfer bei der Gesellschaft Bochum-Donetsk, bei der Initiative Hilfe für Donetsk und der jüdischen Gemeinde Bochum, die großes Engagement zeigen. In Bochum kommen überwiegend Frauen und Kinder und nur wenige ältere Menschen an. 40% der Flüchtlinge sind Kinder. Diese Zahlen zeigen einen großen Unterschied zur Situation im Jahr 2015. Während die Männer in der Ukraine für ihre Heimat kämpfen, suchen Frauen, Kinder und Alte Schutz, den wir gerne gewähren. Doch wir werden dabei vor großen Herausforderungen gestellt. Ähnlich dramatisch wie von der SPD für die Städte Köln, Aachen, Düsseldorf, Münster und Dortmund dargestellt, sieht es auch in Bochum aus. In 3 Notunterkünften gibt es 581 Plätze, davon sind 210 belegbar und 371 im Aufbau. Mit Stand vom 16.03. waren noch 54 Plätze frei. Heute, eine Woche später, dürfte die Zahl bei null liegen. Ein komplett angemietetes Hotel hat keine weiteren Aufnahmekapazitäten. Es stehen nur wenige Container zur Verfügung und unbegleitete Minderjährige werden in Bochum in der Jugendherberge untergebracht. Und auch hier sind die Kapazitäten knapp. Auch wenn die Stadt Bochum großen Einsatz zeigt, ist davon auszugehen, dass ähnlich wie in Münster oder Dortmund in Kürze mindestens ein temporärer Aufnahmestopp verhängt werden muss. Völlig unbefriedigend und unübersichtlich ist aus unserer Sicht die Situation im Zusammenhang mit der Registrierung. Die Möglichkeit zur visafreien Einreise führt dazu, dass sich Ukrainer oft erst Tage nach ihrer Ankunft registrieren. Auf der anderen Seite führen ausbleibende Grenzkontrollen dazu, dass auch unberechtigte Personen hier einreisen, die sich unter die Flüchtlinge mischen. Eine geordnete Hilfe kann aber nur gelingen, wenn direkt an der EU-Binnengrenze eine Registrierung vorgenommen wird, zumindest für Personen ohne biometrischen ukrainischen Pass. Und dort an der Grenze könnte auch eine passende Verteilung der Flüchtlinge vorgenommen werden.
Damit könnte schneller und zielgerichteter geholfen werden. Und es würde die Einreise Unberechtigter erschweren. Leider scheint dies nicht im Interesse der SPD-Innenministerin Faeser zu liegen. Eine ausgewogene Verteilung der Flüchtlinge auf die Nicht-Anrainerstaaten der Ukraine findet aktuell nicht statt. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Idealerweise sollte eine angemessene Verteilung bereits aus den Anrainerstaaten Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien heraus erfolgen. Und viele EU-Länder wie auch Deutschland sind bereit, hier zu helfen. Und auch die weltweit größte ukrainische Gemeinschaft, nämlich in Kanada, wird sicher ebenfalls unterstützen. Zusammengefasst benötigen wir eine optimierte Steuerung, Kontrolle und Verteilung der Flüchtlinge, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Denn die Frauen und Kinder brauchen unseren Schutz. Unser aller Ziel muss es aber sein, dass dieser Krieg schnellstmöglich endet. Das Blutvergießen muss umgehend aufhören. Die Parteien gehören an den Verhandlungstisch und an dieser Stelle sollte Deutschland mit geschickter Diplomatie vermitteln. Lassen Sie uns alle beten, dass dieses Schrecken bald vorbei ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lohse.